5 Monate sind seit dem Abbruch unserer ersten Durchschlageübung vergangen. Damals gaben wir uns nach gut 8,5 Kilometern geschlagen und hatten das Projekt aufgegeben. Abbruch an dieser Stelle. Doch dann hörten wir Folgendes. Wenn du es auf Madeira machst, von einer Seite zur anderen, dann bist du tot. Wie denn? Wie soll ich das machen? Holst du Leinen, Junge? Nee, live, Arsch, keine Nummer. Für mich ist es aber einfach ein scheiß Gefühl, Mann. Mach mal bitte aus, wirklich. Freunde, heute ist es endlich soweit. Nach Monaten der Planung könnte man fast schon sagen, Durchschlageübung 2.0. Wir befinden uns auf Madeira. Wichtige Info vorab, Corona-mäßig alle negativ, alle getestet. Alles safe, auch Kameramann und so weiter, ne? Macht euch keine Sorgen. Fritz ist so aufgeregt, der ist sowas von aufgeregt, hat die ganze Nacht nicht geschlafen, weil wir nämlich da hoch müssen. Genau, was ist überhaupt der Plan, Freunde? Was ist überhaupt der Plan? Wir wollen von der einen Seite vom Meer auf Madeira komplett über die ganze Insel, ja, auf die andere Seite wieder ans Meer rüber. Und diesmal nicht gerade Linie, nicht GPS, sondern Freestyle-Karte-Kompass. Wir befinden uns aktuell in Paul do Mar. Das ist eine ganz kleine, ein kleines Fischerdorf. Ja. Und hier geht's auch direkt hoch an den Klippen. Ja? Wir werden uns hier so ein bisschen durchschlagen, ganz grob, bis wir irgendwann, das ist diese gelbe Linie, auf eine Hochpassstraße, könnte man sie nennen, treffen werden. Die befindet sich auf ca. 1400 Meter schon. Wir werden dann das Ganze bis zur Hochebene, das ist dieser weiße Bereich hier, queren. Und auf der anderen Seite wieder absteigen, denn genau hier drüben befindet sich ein riesiger Canyon. Ja, also hier geht es extrem runter und wieder hoch und den werden wir versuchen etwas zu umlaufen. So die Theorie. Ich würde sagen, wir machen obligatorisch finales Wiegen. 12,7 durch Flüssigkeiten, ne, Wasser und nochmal Nahrung dazu. Okay, das glaube ich kann ich überbieten. 13,1. Ah, Manni geht in Führung. Ja, aber man muss sagen, ziemlich gleich. Ja, ein paar hundert Gramm. Ein paar hundert Gramm, ja, da gehe ich mal auf Toilette oder das Wasser. Ausgeglichen. Wie auch in der ersten Durchschlageübung haben wir wieder Rhino Shield als Partner. Die machen einfach super geile Handyhüllen, die gerade auf solchen Abenteuern euer Handy optimal schützen. Werden wir noch in Ruhe testen. Und jetzt beginnen wir unser Abenteuer von der südlichen Seite, direkt am Meer von Madeira, rüber durchs Gebirge auf die andere Seite. 3, 2, 1. Ja, Freunde. Diesmal mit dabei, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, gerade im Intro, Johannes, unser Kameramann, der auch schon auf der DSÜ mit dabei war. Wir haben schon die ersten kleinen Höhenmeter hinter uns auf so einem alten Pfad hier und da drüben sind wir gerade gestartet. Klar benutzen wir zwar einen Trail gerade, aber ey, die Gefahr hier ist deshalb nicht weniger groß, wenn nur ein Teil runterkommt. Da reicht auch so ein kleines Ding, wenn du das abkriegst, war es das. So, wir sehen, Norden ist in die Richtung. Das mal peile. Also theoretisch. Ja. Theoretisch müssten wir hier links hoch, wenn wir wirklich rein straight line machen würden. Und da sieht man auch mal ein schönes Beispiel. Es ist hier nicht möglich. Es geht nicht, außer du hast irgendwie, keine Ahnung, Flugzeug und Hubschrauber. Deswegen versuchen wir uns durch halbwegs hier durchzuschlängeln, müssen uns aber den Gegebenheiten der Natur anpassen. Das heißt, wir werden weiter diesem Canyon folgen und dann oben gucken, wenn es eine Möglichkeit gibt, eher wieder ein bisschen nördlicher laufen. Ja, so. So, machen wir so ein Rundrücken? So ein, ja, guck mal. Das sieht doch gut aus hier. 2 Stunden unterwegs und 500 Höhenmeter lagen bereits hinter uns. Klingt nicht nach viel, aber zum Vergleich. Ein Stockwerk hat etwa 3 Höhenmeter. Also müsstet ihr über 150 Mal die erste Etage laufen. Mit Gepäck. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal so 5 bis 10 Minuten in die Richtung, gucken, ob es da weitergeht. Weil wir müssen uns laut Kompass mehr da hinten halten, weil die andere Richtung ist komplett, die andere Richtung. Das bringt nichts. Wir probieren 12 Minuten und wenn wir merken, es ist ein Dead End oder keine Ahnung was, dann gehen wir wieder zurück, okay? Also jetzt beginnt quasi eigentlich so dieses richtige DSÜ-Ding. Wir sind aufpassen jetzt. Ja. Puh. Alles gut. Das sag ich doch. Oha. Etwa alle 10 Minuten mussten wir Wasser trinken. Meistens ging das im Laufen, aber ab und zu brauchten auch unsere Beine eine kurze Auszeit.
Zugegeben, es gibt schlechtere Orte für eine kleine Pause. Frage ist, ob wir da irgendwie rankommen. Auf jeden Fall aufpassen. Oh. Ja, ja, ey, jetzt ohne Scheiß aufpassen hier. No joke, jetzt ist wirklich hier, wenn du hier runterrutschst, bist du tot. Also hier jetzt mal Konzentration. Dann geht es nämlich richtig abwärts. Wasserfilter raus und auffüllen, sofort. Unter Belastung kann ein Mensch mehrere Liter Wasser am Tag verlieren. Deshalb war es für uns wichtig, an jeder möglichen Stelle unsere Wasservorräte aufzufüllen. Der Filter macht das Wasser erst trinkbar und schützt uns vor eventuellen Krankheitserregern oder Bakterien. kleiner Nervenkitzel muss aber sein. Das ist krass. Hier sieht man schön den Keller. Da drüben! Weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Da in dem Bereich ist diese Höhle, wo wir raus sind. Wir sind jetzt ungefähr hier. Das ist nichts. So, hier war der Start und guck bitte nochmal, wo das Ziel ist. Lasst nochmal wirken. Also wir haben 5% vielleicht so. Wir haben gut Höhenmeter gemacht, das muss man sagen. Aber rein von der Strecke her, ist das nichts. Brauchen wir nicht drüber reden. Und darauf erstmal eine Schnitte, oder? Mhm. Kennst du den Arschbohrer? Ah, Tiger! Hab ich bei Monte gelernt. Klaut hier einfach von dem Bauer die Früchte. Was hast du vor? Pass auf, kennst du Kickstarter? Aufschneiden. Moment. Ah, der zündet das Ding durch. Die hat. Und? Komm ehrlich, das ist doch geil. Ist schon geil. Oder? Der Speichel, wie wieder läuft, das ist so ein Zitruskick. Kriegst echt einen Kick, ne? Ja! Alter! Der Fußbus fährt. Der Fußbus fährt immer. Ja, ich find ihn gut. Nee, ist nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, wie viele Aufnahmen es dauert, bis der nicht mehr zu sehen ist. Ihr seht es vielleicht schon am Gesicht. Wir sind heftig am Ölen. Es geht die ganze Zeit bergauf. Nicht ganz so steil wie am Anfang mit so Treppenstufen, aber einfach kontinuierlich. Immer schräg, schräg, schräg. Und jetzt bei mir auch der Punkt, wo es von der Lippe in den Mund reintropft, in die Augen rein. Aber ich glaube, Martin war schon seit 2-3 Stunden an dem Punkt. Da bin ich schon eine Weile drüber. Also Martin will jetzt tatsächlich wirklich dieses Brackwasser hier filtern. Und du willst mir erzählen, das schmeckt gleich nicht nach Erde. What the fuck? Hä? Das ist krass, das ist das Wasser da. Das ist krass, ne? Ich trau dem nicht. Vielleicht tue ich mir auch so ein Ding. So, hier kommt plötzlich so ein Jurassic Park Tor. Do not open steht da bestimmt. Ja, dead inside. So, hier gab's einen kleinen Erdrutsch anscheinend in den letzten Tagen. Oh, ein kleiner ist gut, du. Was sind die denn überhaupt hier? Sind wir noch auf Madeira? Hä, hier geht angeblich gar kein Weg hoch. Was wäre denn logisch? Logisch wäre, den nach oben zu nehmen. Ich glaube, das ist ein Dead End. Also rein vom Gefühl, nehmen wir den hier. Okay. Schon so okay gesagt, ey. Ah, doch, das ist gut, 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 gut. Doch, komm mal da oben, ja! Hä? Digga! Sieht gut aus eigentlich. Gut, Alter. Aber die... Ey, ich hoffe, dass das unten... Ey, das Ding kann nicht irgendwo einfach mittendrin aufhören. Nein! Ist vorbei. Warten wir nochmal, nein. Es ist vorbei. Nein! Ich gehe jetzt nicht zurück, Digga. Ich suche mir jetzt einen Kuhfahrt, ist mir scheißegal. Oh, Alter! Und, ja, beruhigt euch, es war nur ein Dornbusch, wo ich reingefallen bin. Scheiße! Das holt's allein, Junge! Eine Stunde waren wir den Berg hochgestiegen und die Passstraße war in greifbarer Nähe. Aber wir wollten es einfach nicht wahrhaben, dass wir hier tatsächlich an einem Dead End gelandet sind. Ich mach mich bereit für alle vier, ne? Also, weil das wird gleich auch passieren. Was, alle vier? Ich gehe auf alle vier. Wie willst du denn weiterkommen, Digga? Was, alle vier? Ich laufe jetzt nicht bis auf den Berg auf allen Vieren hoch. Ach komm, hör doch auf, Martin!
Oh. Digga, hier ist alles voller Scheiße. Geht das hier weiter? Nein, da ist, ich versuche gerade zu spotten da drüben, aber da könnte so ein kleiner Pfad sein, aber das sieht schwierig aus. Ach, auf ihn gedauert. Scheiße. Nee, nee, hier kommst du nicht lang. Ich weiß nicht, wie lang das geht, aber hier ist... Oh, der, nee, ich glaube doch nicht. Na, was denn du? Digga, hier kommen sofort nur Dornen. Genau das war meine Befürchtung. Dead End, wir hängen mitten im Nirgendwo fest. Kleine 360 Grad Drehung. Oh, fuck. Hier oben ist plötzlich so ein Ding, wo man rüber kann. Ich habe Angst, dass wir uns jetzt übelst wieder immer weiter in die Scheiße reiten. Das kann auch genau so ein Bachlauf sein, den wir noch nicht hören. Weißt du? Kannst du hinten noch runtergehen. Ja. Ich weiß es nicht, ob wir es riskieren wollen. Oder ob wir die Scheiße jetzt wieder runtergehen. Wir reiten uns wieder in die Scheiße, dann stehen wir wieder drin. Wir kommen einfach nicht raus. Bei dem anderen wissen wir, okay, da ist auf jeden Fall irgendwie ein Track, der hoch zur Passstraße führt. Und dann ist der vielleicht eine Stunde länger. Aber wir haben Gewissheit, dass wir dort auf jeden Fall ankommen. Ja, jetzt gehen wir erstmal wieder nur rückwärts alles. Du kannst auch kein Wasser ziehen hier. Das ist ein Argument. Ich wollte euch eigentlich gerade zeigen, dass das der Bach ist, der von oben runterläuft. Und ich zeige es euch jetzt nicht, aber genau hier hinter liegt ein riesiger Kuhkadaver. Der hängt mit einer Seite im Wasser. Ja. Das Skelett hängt auch mit im Wasser. Also wir zeigen es jetzt nicht so, es muss einfach nicht sein. Man sieht die Knochen, man sieht die Haut und so weiter. Es riecht vielleicht auch ganz leicht. Ist halt auch ein geiles Geländer, ne? Also. Und ja. Und diese arme Kuh, ey, die ist einfach hier abgeschmiert. Aber da siehst du mal, wie gefährlich das hier auch sein kann. Ja, da oben ist die vollgeschissene Kuhebene, aber ich riskiere es. Freunde, wir sind wieder am Ölen, weil es jetzt wieder hochgeht. Wir sind raus aus dem Wald. Wir waren unterhalb. Die Linie da, ne? Da ist dieser Turm hier noch. Alter Scheiße. Und hier müssen wir jetzt noch komplett oben rüber, bis wir dann oben auf dem Pass sind. Martin ist erleuchtet. Das ist einfach so die Dead Road hier runter. Das ist einfach das Symbol für, gehe nicht diesen Weg oder du wirst so enden. Alter, Digga, was ist das denn für ein Ausblick? Ich kann auch schon die Hochebene hinten sehen. Fuck, da müssen wir nicht hin. Fuck, das sieht echt noch richtig weit aus. Da hinten, wo die Propeller sind, da müssen wir noch lang. Ach du Scheiße, das sieht noch ganz schön nach was aus. Durch unseren Umweg hatten wir zwar Zeit verloren, aber schließlich waren wir abends auf Höhe der Passstraße angekommen. Belohnt wurden wir mit einem spektakulären Ausblick. Uns wurde klar, was wir geschafft hatten, aber auch, was noch vor uns lag. Okay, pass auf, folgende Situation. Es ist wie so eine Taktikbesprechung jetzt. Ich werde mir ein paar Steine nehmen, um ein paar Punkte zu symbolisieren. Höhenmeter haben wir den größten Teil jetzt geschafft. Wir haben uns komplett bis hochgeknüppelt, aber guck mal. Das ist noch viermal so viel. Ich würde sagen, wir haben ein Viertel Grad. Rein von der Strecke haben wir ein Viertel. Bist du noch da? Ich bin da. Vorschlag Nummer 1. Ja. Wir packen hier unten, wo wir gerade waren, das Lager jetzt auf. Ja, okay. Ganz entspannt, ein bisschen Spaghetti Bolognese, bisschen Chili Milli, bisschen so. Aber dafür morgen früh Sonnenaufgang, 7.30 Uhr, Dämmerung, Abbau, gib ihm. Die reine Variante. Variante Nummer 2, wir sagen jetzt, gehen noch ein bisschen spazieren. Problem ist dann, wir wissen nicht, was noch kommt, ob wir einen geilen Lagerplatz finden, dies, das, um jetzt noch ein bisschen was zu machen. Jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich dir sage, ganz ehrlich, ich bin gebumst. Ja? Das sage ich dir so, wie es ist. Ich merke auch, mir ist schwindelig. Dieses zur Ruhe kommt, zeigt mir einfach wieder auf, Martin, du bist, wenn du jetzt weitergehst, kacken wir wieder ab. Es ist eigentlich, wir sind jetzt an dem Punkt bei der letzten Durchschlagübung, wo ich in den, mir die Schuhe nass gemacht habe. Ganz genau. Und ich glaube, ja? Wir machen den Vorschlag 1, wir gehen hier rein, bei Dämmerung bauen wir ab und verpissen uns weiter. Ja. Fritz, du machst doch Biwaksack, ne? Ich mach Biwaksack, ja. Er hat ich kenne nur eine Tüte, Müllsack quasi. Er hat einfach Schiss, dass ich in die Kühe tot trappel. Ich glaube, das meint er auch gar nicht so witzig, der meint das ganz ernst. Mein 1-Kilo-Zelt. Da ist der Ausgang. Wo ist das hin, Digga? Oh, und wieder rein in die Scheiße. Alter, das ist zum Kotzen, ey, wirklich. Ist dieses Ultraleichtzelt vielleicht leicht komplizierter als andere Zelte? Ja. Absolut. Definitiv. So.
Voila. Ey, Fritz! Gib mal dein Rhino-Shield-Handy her. Hier mit der Hülle und so. Gib mal her, das Ding. Ja, gib her, komm. Jawohl. Na komm, werf doch einfach, das kann das Ding schon. Los! Ach, nee, das habe ich nicht gekriegt. Ah, cool. Sollte die abkönnen. Was? Digga! Mann, bist du dumm, Alter? Was? Geht's? Nimmst du das Ding jetzt als Hammer oder was? Du hast gesagt, die sind unverwüstlich. Und bei der letzten DSU hat das auch gut geklappt. Guck mal, hat doch gut funktioniert. Geil, oder? Nee, schön. Ist doch noch heile, oder? Ja, ist heile, aber. Ich glaube nicht, dass er jetzt. Der ist drin, soll ich noch einen? Komm, ich mach noch einen rein. Weiß nicht, ob ich das geil finden soll, dass du damit die Heringe reinhaust. Ey, Digga. Ist ja nicht, als würden hier irgendwelche Steine rumliegen. Aber gut, wir wollten ja auch einen kleinen Extremtest haben, ne? Oh, hier kommt irgendwie schon was. Das jetzt. Das geht schon. Alles cool. Handy ist ganz. Ganz leicht sind hier natürlich ein paar Cracks. Wenn man diesen Impact, wenn man so bescheuert ist, sind das wirklich komplett drauf hämmert. Aber das ist ja das Geile, die Hülle nimmt quasi die Impacts und nicht das Handy. Ja, darum geht es ja, die Hülle soll das Ganze ja schützen. Hey, kann ich noch mal eine Runde? Ich würde gerne noch mal ein bisschen, ich habe noch drei Heringe. Nimm dir halt einen Stein, Junge. Ja, das ist aber langweilig. Ich werde jetzt schön ein kleines Feuerchen anmachen, meine Buschbox. Die habe ich extra hier hochgeschleppt und mir dann was Feines kochen. Was meinst du, was haben wir heute Nacht als Tiefstemperatur? 0 Grad. Echt jetzt? Ja, 0. Also ich, zur Not komme ich bei dir mit rein. Das kannst du dir komplett knicken. Martin, es geht dann wirklich ums Überleben. Ja, dann... Was, dann sterbe ich oder was? Dann brichst du halt ab, ganz einfach. Ja, abbrechen heißt dann was? Ich laufe zurück? Was ist denn dein Problem, Mann? Oh, oh, es geht los, Freunde, es geht los. Ich glaube das nicht. Mein Kocher kriegt er nicht. Ach so, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Digga. Das macht doch gar keinen Sinn. Wer entwickelt? Wer baut sowas? Nudeln noch ein bisschen knackig. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, einfach was Warmes im Magen nach so einem Tag, geil. Ich glaube, Martin ist nicht so happy mit seinem Kocher. Ey, das ist wirklich der letzte Rotz, das kannst du vergessen. Over and out. Ich sehe das schon kalt. Wir sehen uns später. Auf Madeira bricht die Nacht schnell ein und es gibt extreme Temperaturstürze. Durch die Höhe verbrachten wir die Nacht teilweise direkt in den Wolken. Klingt cool, ist aber vor allem eins: nass und kalt. Boah, und es hat nicht geregnet. Trotzdem alles nass. Ganz witzig ist, mein Handy funktioniert gerade wie so ein Nachtsichtgerät. Schau dich das mal an. Hier sieht man wirklich alles. So sieht's auch für mein Auge aus. Ja, dort unten die Stadt, die gefühlt brennt. Aber auf der GoPro sieht man einfach nichts. Ich habe kalte Füße und mein Biwaksack ist klitschnass von innen. Nee, läuft, keine Nacht, Arsch, keine Nummer. Ja! Es ist, das ist immer so, wenn ich so, ja, die pennen jetzt irgendwo da oben auf diesem Plateau zwischen Kuhscheiß, die sollen sie mal nicht so haben. Ey, der, das ist was anderes hier. Es interessiert mich nicht. Heute Nacht entspannte 3 bis 4 Grad gehabt. Ihr seht schon an der Kleidung, es ist deutlich frischer als gestern. An dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an Rhino Shield, ja, die das Ganze überhaupt erst möglich machen. Es gibt auch so Special Hüllen, zum Beispiel League of Legends, Naruto, die kann man auch wechseln. Geil, ja, checkt das Ganze gerne nochmal aus, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt geht es an dieser Stelle quasi bei Martin weiter. Wir werden natürlich auch bei mir noch die Hülle etwas mehr testen. Natürlich. Ja. Ihr kennt mich, ihr wisst das, das kann ja auch nicht alles gewesen sein. Und wir haben ja die Frage gestellt, ist es möglich von einer Seite von der Insel auf die andere Seite sich durchzuschlagen, ohne sich zu verletzen oder zu sterben. Ein Viertel ist der Wegstrecke geschafft, dafür schon recht viele Höhenmeter. Ich würde sagen, wir kommen, wir gucken, was passiert und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.